Luch. Können ja ein bisschen drängeln. Auf, dass es gleich knallt. Uah, schnell rüber. Ich bin ein Trucker, Trucker, Trucker von Beruf. Ich bin ein Trucker, Trucker, Trucker deiner Freiheit. Jallo und recht herzlich willkommen mit einem fetten zum Eurotruck-Simulator. Jawohl, und zwar, wir befinden uns in Frankreich. Und zwar, ich ja vor zwei Tagen dort. Was, zwei Tagen? Ne, gestern, heute haben wir den 7. Heute ist der 7. schon mitten früh morgens oder noch in der Nacht. Ist ja auch egal, zumindest kam da Frankreich-DLC raus. Dann Viva la France. Ne, Viva la France. Ja, und die sind nun schon in Dijon. Da, wo den lecker Senf gibt. Ja, und wir gucken mal, ob wir hier eine schöne Fracht kriegen, hier noch weiter nach Frankreich rein. Gucken wir doch mal. Dijon. Nach Torino, Stuttgart, Luxemburg, Zürich, Frankfurt, Luxemburg. Nach Metz könnten wir fahren. Was machen wir doch? Wir fahren nach Metz rein. So, dann holen wir mal unseren. Unsere Ladung ab. Und dann Trailer. Noch sieht man ja nicht viel vom neuen Frankreich. Oh, wir müssen zu einem Steinbruch, so wie es aussieht. Kann jetzt aber auch nicht so sagen zum neuen DLC, weil so oft weit noch ja nicht im alten Frankreich. Höchstens außer Leech und so. Wenn jemand was auffällt, kann er gerne in den Kommentaren schreiben, was mir aufgefallen ist. Auf jeden Fall mir aufgefallen ist. Auf jeden Fall die neuen Mautstationen. Die sehen ja uns schick aus. Da. Trau dich. Trau dich, Franzose. Trau dich rüber. Oh, herrlich! So muss ein LKW klingen. Fluch! Können ja ein bisschen drängeln. Auf, dass es gleich knallt. Uah, schnell rüber. So. Gucken wir noch mal nach unserer Ladung hier. Nach unserem Trailer. So, wo ist er denn? Können wir uns aussuchen? Nee, können wir uns nicht aussuchen. Nanu? Achso, nicht alle Hänger können. Trailer können geändert werden, okay. Weil normalerweise hat man dann hier noch so ein Zahnrad. Da kann man sich dann aussuchen, wie der Hänger dann aussehen soll. Aber das geht hier wohl nicht bei den Beten. Ist ja auch egal. So, wir haben jetzt unseren, ne? Gerste sollen wir abholen. Na, dann hier damit. Her mit der Gerste.
So. Ja, kommen wir zu piepsen. Wir müssen jetzt weiter. Auf nach Metz. Was ich auf eine Art ein bisschen dreist finde, ist, Frankreich hat ja schon existiert. Und nur weil man es jetzt überarbeitet hat und ein paar Städte hinzugefügt hat, das Ganze dann als DLC zu verkaufen, ist schon ein bisschen frech. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Jo, aber andersrum, man muss es ja nicht kaufen, ne? Man kann auch das alte Frankreich nehmen. Muss ich ehrlich sagen, dieser DAF ist so geil. Ja, wie gesagt, der ist einfach zu geil, dieser Duff von Stanley. So, na denn, auf nach Metz. Ihr haltet mal schön die Augen offen und könnt ja in den Kommentaren drunter schreiben, was sich verändert hat. Weil so lange war ich noch nicht, oder so oft war ich noch nie in Frankreich unterwegs. Zumindest nicht im alten Frankreich. Oh, wir dürfen hier 90 fahren. Na, dann machen wir das doch. Ach ne, 80 steht da. Okay. Wollen Sie ja nicht übertreiben, ne? Auch wenn der DAF so geil klingt. Jo, da haben wir schon mal die erste Mautstation. So, wir brauchen jetzt hier, glaube ich, nicht. Doch, okay, wir müssen hier anhalten. Ne, hier können wir komplett durch. Weiter geht automatisch wie in Skandinavien. Zack und durch. Und weiter geht's. Herrlich. So muss das sein. Hättest du doch aber eigentlich bei allen Mausstationen machen können. Auch Richtung Polen und so. Würde man die wundern, wenn sie das nächste DLC wieder rausbringen, was denn Polen behandelt. Wenn sie Polen überarbeiten. Würde mich nicht wundern. Und das dann auch als DLC verkaufen. So, Tempomatenrennen 90. Und ab geht der Peter. Ja, am Samstag gibt es wieder einen Livestream. Wieder wie gewohnt ab 20 Uhr und auch diesmal wieder World of Warships. Ich weiß, das interessiert euch nicht. Anderen interessiert es aber. Und wie gesagt, die Welt besteht nicht nur aus Omsi, sage ich mir. Und da ich ja sowieso kaum noch bei den Leitstellenfahrten mitfahre. Gibt ja kaum noch welche. Fahr ordentlich, Lumpi. Die Leute wollen ordentlich fast hier von dir sehen.
Mal gucken, wann wir tanken müssen. Ach, noch lange nicht. Ey, falsche F-Taste hier. Ja. Hätte ja auch ins Cockpit kicken können, auf den Tacho kicken können. Da ist ja meine Tankanzeige hoch. Also tanken müssen wir lange nicht. Ja, die haben mir mal so einen Rasthof angeguckt in Frankreich, ob sie die auch überarbeitet haben. Also landschaftlich kann ich hier nichts Neues erkennen. Also da ist Skandinavien schöner geworden. Also Skandinavien ist immer noch top. Auch von der Landschaft her, aber hier hat sich nicht groß viel verändert, oder? Na gut, vielleicht müssen wir mehr so Richtung Paris und so fahren. Mal gucken. In der nächsten Folge. Und dann wird es auch irgendwann Livestream geben vom Multiplayer. ETS 2. Jawohl. Auf jeden Fall wird es ein bisschen vermehrt ein paar Livestreams geben. Ja, kaufen könnt ihr euch das DLC bei MMOGA für 14 noch was. Mal gucken, ob das Angebot noch gilt. Und wie lange das Angebot gilt. Muss ich mal gucken. Den Link packe ich euch dann in die Videobeschreibung unten mit rein. Zum DLC, wer noch unentschlossen ist. Also wie gesagt, ich kann hier nichts Neues entdecken, zumindest noch nichts. Irgendwas wird mir gleich ins Auge springen, würde, so wie bei Skandinavien, weil wenn man in Skandinavien ist, dann springt das ja alle gleich ins Auge. Die schönere Landschaft und, aber hier ist ja Standardlandschaft, finde ich. Hm. Na, mal abwarten. Wir machen ja ein paar Folgen von Vive la France. Viva la France. So. Ja gut, die Autobahnschilder sind neu. Vorher waren es blau, jetzt sind es weiß. Oder? Ja, wie gesagt, wenn euch was sofort ins Auge springt, könnt ihr mir das in den Kommentaren drunter schreiben. Also, Freundchen! Scheiß Busfahrer, ey! Ich meine Fernbusfahrer, so. Hinter mir fährt ein Abseitskipper. So was fehlt noch als Mod für ETS 2. Ein paar hier, ne? Container abliefern kann hier. Schuttcontainer. Oh. Mautstation. Wo dürfen wir denn durchrauschen? Hier fahren wir doch gleich durch. Dankeschön. Na, so geht das. Kein Lässiges. Da, die da, den da, den MRN da, den Absatzkipper. So was fehlt noch als Mod. Weiß ich, lebt sowas schon? Na, bestimmt. Und sowas würde ich auch noch durchlegen können hier. So schön mit Anhänger und den Schuttcontainer abliefern. Ja, was gibt es sonst noch? Achso, die BVG sucht schon wieder Leute ohne Ende. Die unsere lieben Verkehrsbetriebe.
Diesmal wollen sie sogar Busfahrer ausbilden. Also nicht nur fertig ausgebildete, sondern stand da in der Beschreibung, Fachkraft im Fahrbetrieb mit Erstlizenz Bus. Dann gibt es noch mit Erstlizenz Straßenbahn und Erstlizenz U-Bahn. Ich habe schon überlegt. Ja. Bin noch im Überlegen, ob ich Bewerbung abgeben soll oder nicht. Ich meine, ich gehe fast auf die 40 zu. Nächstes Jahr im Februar bin ich 40. Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, bin ich 43, weil die dauert ja, glaube ich, drei Jahre. Drei, glaube ich. Dann sitze ich da mit diesen ganzen Jungspunden zusammen, ob das was wird. Na, mal gucken. Lass dich überraschen. Na, reicht dazu mal. So, wir sind gleich in Metz. Ja, wir müssen hier irgendwo abbiegen. Geht das jetzt richtig in Ziffer auf dem Navi? Ja, müssen wir. Ein Kreisverkehr. Ein halber Kreisverkehr. Was ist denn das hier? Geil. Das ist ja schon mal cool. Nur wegen Swat, was hier ins Auge springt. Neuet. Jo, erster Aufenthalt in Metz. Na Mensch. So. Ui. Bleib stehen, LKW. Ja, und wie ich mitbekommen habe, kann man jetzt wohl Auto fahren im Multiplayer bei. Also mit einem PKW. Frag mich, was das soll, aber naja, gut. Irgendwie kann man da wohl da. Irgend so einen komischen Skoda. Im Multiplayer fahren. Mit irgendwelchen Lämpchen oben drauf. Na. Geht doch. So, meine lieben Herrschaften. Das soll es gewesen sein. Mit der ersten Folge. Ich verabschiede mich. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Euer Lumpi.